Das ist mittlerweile ein veritabler Abnutzungskrieg. Deswegen müssen die ukrainischen Streitkräfte auch immer wieder Materialengpässe hinnehmen und auch ausgleichen. Das gilt für Munition, aber auch für Fahrzeuge, die die Soldaten in den Kampfgebieten nutzen. Und aus Kiew liefert nun ein Netzwerk aus Helfern mobile Reparaturwerkstätten an die Front. Und damit beschädigte Armeetrucks wieder schnell wieder fit gemacht werden können, um für den Nachschub zu sorgen und nicht vom Feind zerstört werden. Mit Brecheisen und Körperkraft versuchen ukrainische Soldaten, das Innenleben eines beschädigten Reifens zu retten, um das Stahlgehäuse hinterher mit einfachsten Methoden zurechtzubiegen. Das ist zeitaufwendig und kann direkt an der Front sogar Leben kosten. Verluste, die sich vermeiden lassen, erzählt mir Dima. Der 28-Jährige arbeitet der Armee von Kiew aus zu, damit die Bataillone im Kampfgebiet schneller schrauben können. Vor dem Krieg waren wir einfach nur Hersteller für Autoersatzteile und Zubehör. Dann hätten es die Russen fast bis nach Kiew geschafft und uns wurde klar, wir müssen etwas für unser Land tun. Dann kam uns die Idee mit den mobilen Autowerkstätten und die Armee war davon begeistert. Sie schickten uns eine Anfrage nach der anderen. Dieser Pickup fährt vom Regen in Kiew schon bald an die Front. Aufgerüstet mit Equipment im Wert von knapp 14.000 Euro. Ein ähnliches Modell hat sich jüngst bei der Spezialeinheit Kraken rund 3 Kilometer von Bachmut entfernt bewährt. Mit unserem Pickup werden die Soldaten leichte gepanzerte Fahrzeuge wieder zusammenflicken und das dort, wo es am gefährlichsten ist, direkt an der Frontlinie. Auch ganze Reparaturcontainer stellen die Helfer der Armee zur Verfügung, finanziert auch aus Spenden und konstruiert nach den Bedürfnissen der Soldaten. Aufgestellt werden sie einige Kilometer entfernt vom Kampfgeschehen im Hinterland. Die mobilen Reparaturstationen stellen für die Soldaten eine enorme Verbesserung dar, denn sie brauchen weniger Zeit, um ihre Fahrzeuge wieder flott zu machen für den Krieg und können sich mehr darauf konzentrieren, zu kämpfen. Bald werden Dima und seine Kollegen wieder ausliefern nach Kharkiv, Saporischschja oder Richtung Bachmut. Dahin eben, wo es auf schnelle und präzise Reparaturen ankommt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.